So, was geht, Freunde? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu Super Mario Maker Part Nummer 18 hier auf unserem Kanal. Und ja, Freunde, ich muss euch, ich mache jetzt Level, ja, die ich schon gespielt habe, ja, eigentlich für diesen Part. Das heißt, ich muss diesen Part nochmal neu aufnehmen, weil die Aufnahme kaputt war. Warum, weiß kein Mensch. Auf jeden Fall hatte ich 3 oder 4 Level in dem Part gezockt gehabt, die ich jetzt natürlich nochmal zocken werde. Bloß, wo ihr gleich seht, ich habe schon Stern und Gediegenen gemacht als Kommentar. Ja, nicht, dass ihr euch jetzt gleich wundert, okay? Ich mache es einfach nochmal neu und dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Ja, nur, dass ihr Bescheid wisst und euch nicht wundert, warum ist da jetzt schon Stern und so, ja? So, Freunde, wir legen los. 0156000996D40. Das sieht gut aus. Seht ihr da zum Beispiel? Also die Rache vom Emre. 40 haben es geschafft bei 49 Versuchen. Ein Kommentar, der ist natürlich von mir. 3 Sterne. Da ist auch einer von mir natürlich schon. Alles klar. So. Los geht es. Zack. Ah, nee, ich weiß, ich bin so gelaufen, so zack, zack. Und hab dann so gemacht. Und hab's dann genau gleich. Als ob ich da zum ersten Mal mache. Genau so bin ich gerade auch. Juhu. Haha. Und dann bin ich hier drüber, hier da. Und dann habe ich den verloren. So. Ja. Natürlich, kenne ich die Level jetzt, ja, aber ich will jetzt auch nicht sagen, wisst ihr was, nee, dann vergesse ich die 4 Level. Nein, sowas mache ich nicht, weil jeder hat das Recht, sein Level in meinem Video zu bekommen und deswegen werde ich die jetzt alle nachholen. Naja, ist ja auch gar kein Problem. So, dann haben wir, wo waren wir? Genau da. Dann haben wir 2, ah ne, wartet mal. Doch, genau. 2, 9, 1, 6. 095 5D C6. Genau. So, hier haben wir okay, dann habe ich das gerade übersprungen hier. Oh. Sorry. Okay, dann seht ihr jetzt ein Level, was ich noch nicht gemacht habe. Schaffst du es? Ein Stern von Juju aus der Schweiz. Schöne Grüße dahin, mein Freund. 57% haben es geschafft. 24 von 42. 26 verschiedene Leute. Ja. Sollen wir hinkriegen. Schaffst du es? Bin ja sehr zuversichtlich. Bring. Jawohl. Da schnappe ich mir doch mal direkt einen Cooper. Und das war natürlich anders geplant. Juhu, Alter. Geschafft. So. Okay. Ich wundere mich gerade, warum ich die übersprungen habe. Irgendwas wird es wohl gewesen sein. So. Kommentieren. Dann haben wir ein Gediegen. Dulut, 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 dulut. Juhu. So, dann direkt das nächste Level. C BF 000000 CA EEF 7. Das sieht aber gut aus. Genau, boom, 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 hieß das Level. Das war eins, was mich brutalst aufgeregt hat. Ja, das kann ich dir auf jeden Fall sagen, Friesland. Das hat mich richtig aufgeregt. Aber jetzt weiß ich ja, was ich zu tun habe.
So, hier drunter ist eine Blume. Unter dem ersten ist ein Pilz. Und unter den anderen beiden sind hier diese dicken Bomben. Da kommen ja auch ganz viele Bomben. Da gebe ich euch einen kleinen Trick. Na, einfach durchrennen. Gar nicht warten. Hier auch durchrennen. Und dann müsst ihr die zweite Tür nehmen. Nicht die erste, weil die erste kommt ihr zu Blumen. So, hier braucht ihr nichts nehmen. Und hier stellt ihr euch auf den ersten Totenkopf. Das ist das Wichtigste. Auf den ersten. Habt ihr gehört? Ich weiß, ist jetzt doof, weil ich jetzt schon mal gespielt habe, ich weiß. Aber ich möchte euch auf jeden Fall die Level zeigen, ja. Und jetzt so tun, als ob ich jetzt nicht, kannte oder kenne, ne, das kann ich nicht, ja. Weil ihr seht ja, ich kann da jetzt so durchlaufen. Wisst ihr, wie ich meine? So, dann kommt das nächste Level. Dann haben wir hier 0, 2, nee, 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 0, A, C, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 C, 0. 1 A E 3 3 Genau, vom Ratchet der Weg zu dem König. Ein Kommentar von mir, einer hat es geschafft, das war ich auch selber gewesen. Das hat mich auch aufgeregt, das Level. Die letzten drei haben mich wirklich nervlich fertig gemacht, muss ich sagen. Also die hier. Weil ich erst gar nicht wusste, was ich zu tun hatte, aber jetzt, wenn man es einmal weiß, ne, dann ist das schon cool. Da braucht ihr euch nicht aufregen, das ist mir so oft passiert, da könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie oft. Das nicht, aber das andere. So, da oben, ne, müsst ihr durch. Das ist ein bisschen kniffliger, aber es geht auch irgendwie. So. So, und jetzt hier aufgepasst, ja. Wenn ihr da jetzt drauf geht, ne, ist das schon hier? Ne, hier war das noch nicht, okay. Sagt nix. Das war meine Schuld, ja. Kann ich mir knicken jetzt. Ja. Ist egal. Das kann ich mir knicken. Man muss da, ich zeige euch gleich, was ich meinte. So, hier schön drauf, ja. Hier über die drüber springen. Pass auf, jetzt kommt gleich eine zweite. Eigentlich kam immer ein zweiter. Okay, den Schalter braucht ihr rein theoretisch gar nicht umlegen. Da ist nochmal ein Pilz drunter. So, hier jetzt. Passt auf, ich sag euch das jetzt. Wenn ihr da drauf geht, ne, müsst ihr sofort wieder runter, weil das Ding erst nach oben schießt und ihr fliegt runter und unten ist Lava. Seht ihr? Sofort wieder rüber. Und unten ist nämlich schon die Lava. Die wartet schon auf euch. Seht ihr? Und das ist total lustig. Voll. Ja, das war natürlich auch dumm von mir. Aber das Ding kommt wieder. Ich hoffe, dass ich jetzt hier keinen Blödsinn baue. So, hier auch ein kleiner Trick, ne? Haut das Ding mit einem Bombombier. So, nach vorne müsst ihr jetzt alles wegbomben, ne? Da kommt nochmal ein großer. Den könnt ihr auch so weghauen.
Wenn man es weiß, dann weiß man es. Wisst ihr, wie ich meine? So, und jetzt kommt noch ein Level, was mich brutalst aufgeregt hat. Und da werde ich euch zeigen, warum. Das hat mir wirklich nervlich fertig gemacht. Echt doof, dass die Aufnahme kaputt gegangen ist. Ey, verstehe ich nicht, ehrlich nicht. Ist noch nie mit der Ava Media passiert. Naja. So, dann haben wir hier 0... Ah ne, hier genau. Wir hatten C... F... 3, 7... 0, 0, 0, 0, 0, 0, C, 4, A, 5, 1, 4. Genau, die Monty Challenge. Zeige ich euch. Eigentlich total simpel, aber irgendwie doch auch wieder nicht so. Ich habe immer versucht, hier erstmal drauf, hier so, ne? Und dann dachte ich, komm, mach's mal so, springst auf den Monty und dann darüber, ne? Nee. Ihr springt hier drauf, dann springt ihr hier rüber und geht sofort hier durch. Und jetzt geht's los, Freunde. Jetzt passt auf. Ich, schlauer Fuchs, dachte so, alles klar. Ne? Und läufst du durch, ne? Ne. Also da durchkommen ist wirklich Glückssache. Ja, das muss man wirklich gesagt haben. So, aber dann dachte ich so, komm, weißt du was? Machst du ganz schlau, gehst du nach oben. Gehst du nach oben. Ne. Wisst ihr warum? Weil du nicht mehr runterkommst. Du kommst einfach nicht mehr runter. Das ist das Problem. Du kommst einfach nicht mehr runter. Seht ihr das? Ja. Ja. Da kannst du neu starten. Da kannst du neu starten. Also gehst du hier hoch, da ziehst du einmal hier durch, ne? Und dann musst du Glück haben. Ne, dann musst du Glück haben. Ja, und zack, bist du wieder da oben. Ist das nicht normal? Ich habe, glaube ich, auch gefühlte 20 Versuche gebraucht, bis ich da oben endlich durch war. Ja, also. Ich will das nicht nochmal, Mann. Ich war so froh, dass ich es geschafft habe. Ja, statt 27 Minuten gerade für alle Level habe ich jetzt nur 13 gebraucht, was okay ist. Ja, und deswegen können wir jetzt auch die 18er Folge weitermachen, würde ich sagen. Mit neuen, spannenden Leveln. A, D, B. 0, 0, 0, 0, 0, 0. C, 2. 0, 2, 4, A. A, A, D, B, 0, 0, 0, 0, 0, 0, C, 2, 0, 2, 4, A. Habe ich falsch. Also, tut's mir leid, weg. Nächste. 4, 2, 6, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, B. 4B, C, 2. Das sieht gut aus. The Legend of Zelda vom Jakob. 23 Sterne, 39 haben es geschafft bei 246 Versuchen von 94 verschiedenen Spielern. Und wenn ich mir das so angucke, es ist recht, ja, sieht nicht so einfach aus, muss ich sagen. Aber Freunde, wir gucken uns mal die Kommentare an, was da so abgeht. Bowser Jr. killt sich selbst. Der Kommentar enthält Spoiler.
Man konnte von der ersten Röhre, wo man rein soll, zum Ziel springen. Okay. Da ist natürlich jetzt doof zu wissen, ne? Aber, Freunde, das hätte ich selbst rausgefunden. Tun wir einfach so, ich wusste es nicht. Ja, tun wir einfach mal so, ich wusste es jetzt nicht, okay? Passt auf. Kommen wir nicht mehr durch, ne? So, also Bowser killt sich selber. Richtig? Habe ich das jetzt richtig erkannt? Einmal, genau. Den lassen wir sich jetzt selber töten da. Bis er weg ist, dann stört er mich nicht mehr. Ist das schlecht? Töte dich selber. Jawohl! Nein! Das ist aber nett. Wo ist denn hier eine Röhre? Ich sehe gar keine Röhre. Schön. Soll bestimmt nur ablenken da oben. Das lenkt mir auch gerade echt ab. Das ist aber nett. Ding, ding. Yes! Geschafft, The Legend of Zelda. Juhu! Man konnte von der ersten Röhre, wo man rein soll, zum Ziel springen. Oh, das habe ich jetzt nicht gesehen, aber okay. Passt schon.
Passt. Zack. Juhu. So, Freunde, dann lassen wir das gut sein für Part 18 jetzt, ja. Und Part 19 geht dann geht dann ganz wie gewohnt weiter. Und ja, Freunde, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, wie es geht, Daumen nach oben, würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Abonnieren nicht vergessen, um keine Folge mehr zu verpassen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, haut rein, habt viel Spaß bei egal, was ihr macht und Peace.